Lothar Matthäus kommt zurück auf die Fußballbühne. Er übernimmt den Posten des Nationaltrainers. Also U20 bei der Dame. Aber ich glaube, die Damenwelt hat fußballtechnisch extrem aufgerüstet. Und ich kenne da ein paar Schiedsrichtermädels. Wenn die diesen Matthäus unterkriegen, Mann, die pfeifen dem eins. Wie viele Mädels waren jetzt doch? Eins und zwei und drei und... Zum Schauen bestellt, dem Fußball geschworen, gefällt mir die Welt. Das Abseits erahnen, mit scharfem Verstand. Dazu brauchst zwei Fahne, in der Gusch, in der Hand. Prost! Sally, willkommen in Konstanz. Ich bin die Sandra. Ist recht, und ich komme von der Alpra. Mit Klotthild, FC Trochtelfinger. Macht nix, Hauptsache du bist in Fusingen. Ja, hast du was gegen die Stadt am Hohen Twil? Gang mal weg mit Maggitown, grad beim letzten Spiel. Singet die mit nix als Aluminium im Grind, das ganze Stadion Menschenskind. Mädle, wenn du von Konstanz bist, warum kannst du in die Pfeife? Irgendwann wirst du doch auch das Abseits mal begreifen. Ja, ich weiß, als Schiri brauchst Kuttler und Nerven brauchst, wie bräut den Nudler. Ja, haben sie dir auch schon mal ein Schandlied gesungen? Gerade auch in Singen, aus voller Lunge. Das Trobe auf der Alp der Raue. Jo beide, jo beide. So pfeife sich zu pfeife traue. Jo beide, heida. Doch Schwabenmädle, hast dein Reiz, kommst wenigstens in von der Schweiz. Jo beide und jo beide, jo beide mit der Lalala. In die Schlacht, bei mir ist sofort Schicht im Schacht. Jesus, was kommt auch da auf ihre Gestell? Mir pfeifen gleich, zieh dich um, aber schnell. Hallo Mädels, nur kein Stress. Ich bin bereits im Schiri-Dress. Ja, leimer's quer. Ja, leimer's quer, was ist jetzt das? Heust du etwa Conchita Käse? Super, spitze, Affe, geil. Hat es Gott fei it? So ein Bonsai-Deul. Han oi so was dat i mi nie traue. Halb nacket bis zur Eckferne soe. Und des? Das soll ein Kickschuh sein, mit Schenkel bis in Stiefel nein. Mein Dress, DFB lizenziert offiziell. Lothar Matthäus heißt dieses Modell. Denn heißt dein Dress da das Geflatter? Rainer Kallmund oder Josef Blatter? Ach, und deine heißt Wolfgang Niersbach, gell? Sieht man's. Ja, das ist der Auslaufmodell. Ich schieb grad sowieso einen Frust. Eine Frauenspielpfeife, hab ich gar keine Lust. Am liebsten pfeife ja die Männer in der Kreisliga B. Ach, Männer sind doch erst in der Bundesliga C. Das ist am Ribéry sein Grenz. Das war scheins auch ein ganz wüstes Kind.
Aber hast du schon mal ein Männerspiel geleitet? Aber hallo, bei mir sind die Männer nicht unvorbereitet. Also, auf ein Männerspiel, da musst du trainieren. Ich tue ja alles bei meinem Mann ausprobieren. Fußball ist das Größte, das ist mir egal. Schon das Frühstück beginnt mit einer Seitenwahl. Und wer Anstoß hat, darf zum Brötle greifen. Und Kaffee wird eingeschenkt, wenn ich durchpfeife. Und mittwochs um 12 Uhr in der Nacht wird bei uns im Bett ein Seitenwechsel gemacht. Am 11.11. feiern ich und mein Peter mit Shampoos im Bett den Tag des Elfmeter. Also im Bett ist der Mai wie der Philipp. Lahm. Ja, bei dir, da wird ja selbst noch ein Robbenzahm. Also bei mir daheim hat sich der neue Spray sehr bewährt. Wenn mich mein Karle des Nachts sehr begehrt, dann spray ich einen Strich ins Bett mit den Ei. Bis daher und nicht weiter, da wird er ganz klein. Aber der Schaum, der verfliegt doch geschwind. Das ist ja das Gute, mein liebes Kind. Man merkt halt schon, bist noch recht jung. Im Fußball heißt es Spielverzögerung. Ach ja? Da trinkt meiner doch lieber zwei halbe. Und wenn's dann drauf ankommt, dann macht er eine Schwalbe. Ja, da sind Sie Meister als sterbender Schwan. Schaut sie euch doch mal bloß in der Mauer an. Wo Adam einst ein Efeublatt hat, zitritent wie ein Rhabarberblatt. Die Augen starr, der Blick wie geklont. Doch dann die Befreiung. Er wurde verschont. Ja, wehleidig sind sie. Das ist echter Hohn. Eine Mauer bei Frauen, die steht wie Beton. Ach, übrigens, Mädels, ich würde so gern mal die Champions League pfeifen. Guck die, wieder muss gleich nach den Sternen greifen. Jetzt eigentlich tät's mir ja schon lange an der Hand von so einem Fußballer ins Stadion gegangen. Ich lief so gern mit dem Özil ein. Der soll ja immer wieder mal solo sein. Und ich trau's mich gar nicht sagen. Ich tät der kleine Philipp Lahm reintragen. Ich träum vom Yogi, mein badischer Held, wie er mein Händle hält. Mit ihm wird die Tanze im Tanganzelei. Ich tät so gern sei Schwarzwaldmädle sei. Ein Kurzpassspiel im Abseits unterm Schwarzwaldtändle. Yogi Löw, mein Tippkickmännle. An dem Tannenzäpfchen, da ist doch nichts dran. Wenn schon, denn schon, im Schweinsteigers Bastian. Also, kommet, Mädler. Höchste Konzentration. Die Fußballweiber scheren schon. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit den Sätzen Sport. Mit Adidas und Puma-Zähnen zertreten sie manch zarten Ort. Gefährlich ist den Leut zu wecken. Verderblich ist des Tigers Zahn. Jedoch der schrecklichste der Schrecken ist die Frau im Fußballwahn. Super, affengeil, gell, Peter Maffay, Lady Killer. Nix, Peter Maffay, das ist doch vom Schiller. Du bist doch ein platter Menschenskind. Hast alles im Reckli und schon gar nichts im Grind. Als Linienrichterin muss ich schließlich auf die Linie achten. Ihr zwei, ihr solltet euch auch mal im Spiegel betrachten. Also apropos Linie. Ich lauf heute rechts, ist das okay? Nein, ich lauf rechts. Ich lauf nämlich immer rechts. Also halt, ihr Hennefiedler. Hey! Ich lauf vor der Haupttribüne, ich die Aufmotschiribine. Also Schluss! Ich bestimm für alle Dinge. Auszählt wird
Wirtstrochtelfänger. Ein Acker, vier Äcker, kein Kraut, keine Rieber, ein Geiß grast Hieber und die andere grast Dieber. So, und du wandelndes Eckfahnerstängle, so meiner Figur, sag ich am Schluss das eine nur. Ich kenn den Morgen in der Früh auf Stau und um 6 ist schon zum Zuckergau. Mein Arsch wär knackig und mein Bauch wär flach und jedes Manns Bild pfeift mir ich bloß einmal noch. Aber mir reicht's, wenn ich weiß, dass ich könnt, wenn ich bin und ich denk, was ich könnt, wenn es wär, was ich könnt. Aber mir reicht's, wenn ich weiß, dass ich könnt, wenn ich bin und ich denk, was ich könnt. Aber ich will it. Ich könnt mich schminken wie ein Papagei, könnt auf dem Spielfeld leicht die Schönste sein. Das ganze Stadion schreit ja, guck doch na, was hat die heiße Schiri für ein Wunderbrach. Aber mir reicht, wenn ich weiß, was ich könnt, wenn ich will und ich hätte, was ich könnt. Zum Glück ist jetzt bald wieder Fasnachtszeit, da nutz ich immer die Gelegenheit. Such im Konzil ich mir den besten Platz, ganz nah bei Mario, das ist mein Fasnachtsschatz. Aber mir reicht's, wenn ich weiß, dass ich könnt, wenn ich will und ich tät, was ich könnt, wenn es wär, was ich will. Aber mir reicht's, wenn ich weiß, dass ich könnt, wenn ich will und ich tät, was ich könnt, aber ich will. Den Niederburg-Präsident, den Mario Böhler. Jetzt, ich find ja der Mario Gomez nett. Mit dem, da ging ich wirklich gern ins Kino. Ich tät daheim ein Stau und liege lau und mit meinem Gomezle sofort auf fast nicht gau. Aber mir reicht. Anja Ulemann, Nicole Paul und Monika Schönig auf der Bank drüben saßen mit der Gitarre Ed Schwarz und in der letzten Minute noch eingewechselt wurde Niederburg-Präsident Mario Böhler. Auf unsere Fußballmädels ein dreifachkräftiges Honaro! 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 Da hinaus, Mädels, ich freue mich auf die Nachspielzeit.
Ha ha ha!